Ja, natürlich. Hallo, jetzt. Ah, ich will das Ding haben. Verdammt nochmal. Stirb halt. Alter, was frisst der an anderen Mulli? Hallo? Ah, ich häng schon wieder fest hier. Verdammte Scheiße nochmal. Nein, lass mich. Geh weg. Jo. Ja, natürlich. Natürlich. Übertreib's doch ruhig. Ah, krieg Plack von. Bin bestimmt gerade sehr laut. Geschieht euch recht. Also euch allen. Ist sie jetzt noch da? Muss mich beeilen. Schnell, Muni, hier. So. So. Moin. Nein! Aua! Ah, fick dich doch in den Hals, Junge! Auf den FIFA-Verstärker, da bringt hier eh nichts. Ah, warte, außer, warte. Doch nur schneller laufen könnte. Sus. So, wir sind die anderen. Aua! Alter, wie viele denn noch?
Ach, leck mich doch fett, Junge. Wie viele sollen denn das noch sein, Alter? Übertreib's doch nicht immer so mit dieser Scheiße, ey. Das fuckt einen nur megamäßig ab, ehrlich. Oh, ich will ja selber nicht rumragen, aber das fuckt einfach nur megamäßig ab. Man musste immer wieder an derselben Stelle anfangen. Immer wieder, ey. Boah, ist das fucking scheiße. Alter, mach hinne hier, dass der scheiß Schacht hier aufgeht. Sonst krieg ich gleich richtig einen harten. Los. Hallo, lass mich doch mal rein hier. Was ist denn los? Nein, dich krieg ich. Schnauze. Au. Alter, haben wir es jetzt? Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Leck mich im Arsch. Aber gibt's. Geh doch mal weg mit der Scheiße da. Hier sind zwei Verstärker. Ach, toll. Leck mich doch. Boah, nach dem Level muss ich auch eine Pause machen. Olivia Pierce Modell, schön. Warum gibt es sowas hier? So. Eine Ruhmprüfung haben wir jetzt ausgelassen. Dann gibt es hier noch zwei Elitewachen. Und eine Argentzelle. Wahrscheinlich irgendwo da unten. Alter, das war aber gerade völlig übertrieben. Aber jetzt mal ohne Witz. Das war einfach völlig übertrieben. Aber akut völlig übertrieben. So, mal auf, das Ding sie hier. Hallo. Wir haben keine Spezialwaffenmunition mehr. Das ist super. Es ist ein Traum. Ehrlich, das ist mega geil. Erst kann sich damit totschmeißen und dann findet sie wieder gar nichts davon. Das heißt nichts Gutes. Und das in einem Level geladen wird, das ist sehr ungewöhnlich. Das sieht ein bisschen nach Sicherheit aus. Das ist Magnum, Krios Enigma, Emata de la, Creon Hi, Olende Venu. Was faselst du da? Okay, die alte ist definitiv nicht ganz dicht. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Was gibt's denn hier? Hier gibt's nix. Aber hier gibt's bestimmt. Ich hab
Ach so, das sind Arme. Ich wollte sagen, ich habe die doch schon gesehen. Aber ich höre das Gesocks doch hier schon. Aha. Ja, ich gucke mich erstmal um. Ja, natürlich. Okay. Na, was glaubt ihr, wo wird passiert, wenn ich gleich das Ding da unten aktiviere, Alter? Ich spüre. Okay. Ah. Schön. Zimmelhäden-Typ. Auch schön. Okay, die roten kann man anscheinend aktivieren, aber davon gab es die, glaube ich, auch nur einen, ne? Wir haben ja Rüstung und so alles voll. Naja, komm, machen wir ein bisschen Krawall wieder mal, ne? Zugang beschränkt. Autorisierung erforderlich. Da leck mich doch fett. Hä? Da war Rüstung. Ach, da unten. Hier geht's doch irgendwo runter. Hier ist irgendwo eine Treppe. Da so. Ich muss wahrscheinlich erstmal nach da hinten. Schaffe den Schmelztiegel. Schaffe den Helixstein. Ja, komm. Zappel nicht. Ja, ich frage, glaube ich, erst gar nicht. Es nicht zulassen dürfen, dass dieser Ort entdeckt wird. Du hast versagt. Das war nicht ich, sondern Samuel. Er hat sie zu seinem Grab geführt. Bitte, wir schaffen es. Versprochen, das Tor wird wie geplant geöffnet. Nicht ganz dicht und besessen. Samuel sah Olivia als sein Ziehkind. Er unterstützte sie während ihrer Ausbildung und war die treibende Kraft hinter ihrer Berufung in den Weltwissenschaftsrat. Olivia kam als Gründungsmitglied von Nanostruct Aerospace and Defense Systems zu Reichtum, teilweise auch aufgrund einer beachtlichen Spende von Samuel. Olivias Karriere zeigte steil nach oben und Samuel bot ihr schließlich bei der USC die Möglichkeit, ihr eigenes hochmodernes Labor zu gestalten und zu leiten. Olivia lehnte allerdings mit der Begründung ab, sie habe kein Interesse am Energiegeschäft. Als Olivia Nanostruct schließlich doch verließ, war das ein Schock für die Wissenschaftsgemeinde. Sie gab eine einflussreiche Position auf, um auf einem abgelegenen Außenposten zu arbeiten. 140 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Ein ehemaliger Kollege von Olivia bei Nanostruct behauptete, Samuel habe Olivia ein Artefakt geschickt, das nahe des Archenbruchs gefunden worden war. Daraufhin seien sie regelrecht besessen davon gewesen, zu USC zu wechseln. Einige Wochen später nahm sie das Angebot an und wurde Leiterin des Lazarus-Projekts. Sie war lediglich Samuel Hayden unterstellt.